Hey, willkommen zur 98. Folge von Ni No Kuni. Und wir sind, soweit ich weiß, fast am Ende. Sollten eigentlich nur ein paar Schritte sein bis zur Königin oder was auch immer da ist. Oder es ist noch ein sehr weiter Weg. Also da hinten hin muss ich. Hier gibt's nichts weiter. Nachher war das jetzt nur die erstmal die Hälfte des ganzen Wegs hier und ich muss jetzt noch die ganze Folge hier durch die Bude rennen, bevor ich gegen die weiße Königin kämpfen kann. Der Kampf gegen die Königin wird natürlich sehr lange dauern. Nehme ich jedenfalls an. Mindestens so lange wie gegen Shaddaa. Die hat sicher 3, 4, 530.000 Formen, die sie da während des Kampfes annimmt. Was suche ich denn jetzt eigentlich? Ah, genau. Nein, ich weiß es jetzt. Ich wollte gucken, wie viel ich hier jetzt schon wieder gemacht habe. Also wir sind 41% da, noch nicht mal die Hälfte. Könnte noch ein bisschen dauern. Alles in Ordnung mit dir, Pia? Oh, doch noch ein bisschen Story während des Weges. Ja, schon wieder. Kikiriki, aha. Pia. Die Königin, sie kann noch nicht gerettet werden. Ihr Herz ist von einer Barriere umgeben. Einer Barriere, die in ihrer tiefen Einsamkeit Gestalt angenommen hat. Solange sie nicht durchbrochen wird. Ich kann es tun. Ich kann sie durchbrechen. Du, was? Du? Willst du es also noch einmal versuchen, Kleines? Ich fürchte, alleine wirst du es nicht schaffen, ja. Wir sind hier noch drei andere, ne, die mithelfen können und so. Aber egal. Ich bin nicht allein. Ah, okay. Ich bin mit Oliver zusammen und Olivers Freunden. Was? Ja, die ist mit Oliver zusammen? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Was? Pia? Ja, der lacht sich erstmal schlapp hier. Bist du sicher, Pia? Du würdest alles auf diesen Jungen setzen? Zuerst muss er mir beweisen, dass er bereit ist, eine solche Bürde zu tragen. Bitte, Oliver, du musst jetzt gegen Kikiriki kämpfen. Du brauchst diesen Zauberstab, aber er wird ihn dir nur geben, wenn du ihn besiegst. Was? Noch ein Zauberstab? Aber Pia, ich... Okay, wenn er möchte, dass wir ihn besiegen, dann werden wir ihn... Was, dann werden wir ihm den Gefallen tun. Kann das sein, dass er einen Riesenmorgenstern hat? Okay, ich dachte, ich komme hier gleich gegen die Königin, aber... Ich werde es mal alleine versuchen. Ich werde mal gucken, was der Zauber hier jetzt so Schönes bringt, Morgenstern. Nicht viel. Da bin ich vielleicht schneller, wenn ich mit meinen Monstern kämpfe. Null Punkt. Hoppla. Einzelnen Verbündeten. Hey, kommt mir das nur so vor oder ändern sich die Angriffe von diesem Typen? Was? Ich kann es nicht lesen, Mann. Zu schnell.
verteidigen. Okay. Oh Mann. Heile mich. Los, 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 nimm's dir. Der Typ kann sich teleportieren. Aber eine große Herausforderung ist er auch nicht. Heile dich. Und das war's. Das war kein Boss, oder? Tot? Was, das goldene Vieh hat höchstes Level erreicht? Exzellent! Wie es scheint, ist dir mein Geist nicht gewachsen. Dein Geist? Kikiriki lebt nicht mehr. Aha. Kikiriki ist ein Zauberstab? Ein Zauberstab? Du meinst dieser Zauberstab? In der Tat. Ich bin eine Seele, die Seele, die dem Zauberstab namens Astra innewohnt. Eine Seele in einem Zauberstab? Ich schätze, dieser Zauberstab ist dann so ähnlich wie Morgenstern? Das ist korrekt. Astra ist Morgensterns Zwilling. Aha, hätte ich mir jetzt auch gedacht. So ähnlich. Ich habe dir Morgenstern gegeben, damit du zu mir findest. Das Kind ebenfalls. Was meinen Sie mit ebenfalls? Die Königin hat Pia in deine Welt verbannt, Oliver. Ich habe dafür gesorgt, dass sie dich dort trifft, um dir das Portal in unsere Welt zu zeigen. Sie gab dir einen Zauberstab, der aus einem Ast des Nazca-Himmelsbaums gefertigt wurde, was dir seine beachtliche Macht gewährte. Ein Zauberstab von einem Himmelsbaum? Das heißt, dieser Stecken, den ich gefunden habe? Ja, hehe, Kikiriki hat ihn mir gegeben. Pia hat dich in diese Welt geführt, um sie... Was? Und sie hat dir den Weg weitergewiesen bis hierhin. Aber wieso tust du das? Arbeitest du nicht für die Weiße Königin? Bist du nicht ein Mitglied ihres Rats? Ha, ich arbeite für niemanden. Diese Maske, dieser Gallus, ist ein notwendiger Vorwand, nicht mehr. So konnte ich an sie herankommen, um über sie zu wachen. Um meine Tochter zu beschützen.
Ihre Tochter? Sie meinen, die weiße Königin ist... Was sonst? Du bist der Vater von Cassiopeia, nicht wahr? Ja. Nach meinem Ableben ist Cassiopeia vom Weg abgekommen. Sie hat das Manna mit den besten Absichten heraufbeschworen. Und Verzweiflung war ihr Lohn. Erst danach wurde sie zu der weißen Königin, als die ihr sie nun kennt. Nun vermag meine geliebte Tochter nicht mehr zu verstehen, denn Dunkelheit umhüllt sie. Sie ist verloren und allein in einer Welt, die sie selbst schuf. In ihrer eigenen Welt? Es tut weh, dass es so weit kommen musste. Ich wollte sie wieder auf den rechten Weg bringen. Doch das war zu viel für mich. Der ich bloß ein Geist bin, ach so. Nun liegt es an euch. Ihr müsst meine Cassiopeia retten. Nehmt diesen Zauberstab und zerschmettert das Böse, das ihr Herz umhüllt. Ihre Maske soll fallen. Legt das Gesicht der unschuldigen Prinzessin frei. Oh, der Zauberstab ist aber geschrumpft. Kikiriki. Er hat das also alles für seine Tochter getan? Kikiriki hat dich gebeten, ihm zu helfen, Oliver. Ja, und das ist genau, was wir tun werden. Wir haben jetzt Astra. Nichts kann uns aufhalten. Wo ist plötzlich sein anderer Zauberstab hin? Wir müssen die weiße Kö... Nein, wir müssen Cassiopeia retten. Du hältst Astra. Fein. Kann ich damit immer noch Morgenstern beschwören? Warte mal, ich hab doch Morgenstern. Auf jeden Fall. 268? Ah, naja. Nicht sonderlich viel. Aber okay. Da gehe ich doch gleich wieder zurück, um Essen zu speichern. So. Wunderbar. Einfach durchlaufen jetzt. Mal gucken, wo bringt mich dieser Teleporter hin? Ach du Scheiße, sehen die jetzt noch schrecklich aus als vorher? Wie weit ist es denn noch? Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch ein bisschen Weg auf uns wartet hier. Dieser Weg wartet auch nur auf uns. Er möchte von uns begehen werden. Noch hier lebendig, oder? Ja. Vielleicht hätte ich mich vorher heilen sollen. Wäre nur von Vorteil gewesen.
Stufe 55. Also hierhin muss ich nicht. Da wird wahrscheinlich wieder eine Truhe stehen oder so. Stopp! Den Wicht fange ich mir. Cheeseburger. Warum nicht? Natürlich behalte ich den Wasser. Vasili, warum nicht? Oh, hier geht's immer noch weiter. Also um ehrlich zu sein, das würde mir jetzt wahrscheinlich zu lange dauern. Oh nö. Ich laufe einfach in die andere Richtung dahin, wo ich hin muss. Nein, nein, nein! Ach, pa! Ich wollte da jetzt ausweichen. Abwehr, Abwehr, Abwehr! Warum kann ich nicht Abwehr wählen? Mal gleich mal auf die andere Seite, wo ich dahin muss. Den direkten Weg jetzt zu nehmen. Siehst du, das Ding hier rennt vor uns weg. Das Ding schon, wir sind viel zu stark. Was? 26.818 Erfahrung? Hä? Sagt mir, dass das jetzt normal ist. Erleuchtung. Versteckt den magischen Angriff.
So. Was ist das? Riesiger Eiszapfen. Würde ich sagen. Lass mal das hier Ding vergessen und so. Oh. Lernt hier jedes Ding irgendwas. Ich verbiete meinen Viechern jetzt irgendwas zu lernen. Los, Gambaro! Das hat jetzt auch Stufe 58 erreicht. Okay, das war doch jetzt irgendwie komisch. Okay, hier ist nichts. Strahlemann! Trotzdem ist das Ding schwach. Hohltiger! Will ich gerne mal fangen. Die sind mal so süße Tierchen. Oh, warum liegt er da schon wieder? Tonikum. Was auch immer mir das bringt. Ich habe Tonikum noch nie gebraucht bis jetzt. Schon wieder so ein langer Gang mit Robos, ne? Nein. Okay, sind eigentlich komplett geheilt. Wunderbar. Ja, dann komm. Kämpfen wir mal eine Runde. Los, Gambaro! Ike!
Luffy nicht mehr weiter aufsteigen kann. Der würde noch mega stark werden. Was er eigentlich ja jetzt schon ist. Aber... ja, noch ein bisschen und er hätte über 400 gehabt. Ja, noch nicht mal unser Drachilein kommt an den Greif hier ran. Ah, da zuckt noch einer. Detana! Mich das jetzt wieder komplett geheilt? Oh, fast. Ich brauche mich nicht zu heilen jetzt. Wo bringt mich das jetzt wieder hin? Alter, das ist ja riesig hier. Oh, noch weiter. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Oh Mann, ah, da hatte jemand gezuckt eben. Ah, okay, der zuckt immer, wenn ich hier vom Menü rausgehe. Da sieht man schon, wer mich hier angreift dann. Makenaio! Hey, geht aber nur auf mich, ne? Da ganz hinten ist einer, der uns angreifen würde. Okay, da hinten kommen wir nicht weiter. Oh, jetzt müssen wir wieder hier so rüber und so. Yosh, ganbaro! Was schnurri ich schon wieder? Einige Viecher hier sind sehr schnell im Leveln, andere leveln ziemlich langsam. Schnitter. Bäh.
Na, oh, zu spät. Oh, jetzt konnte ich den noch nicht mal... Das war doof. Was ist sowas von doof? Blasrohr. Was ist das denn jetzt für ein Vieh? Meine Kino-Leo! Speichern. Wir sind nämlich schon wieder ein bisschen über die Zeit. Hä? Ah, da vorne ist wieder so ein Teleport-Ding. Ich will mal gucken, wer mich hier gleich angreift. Also nur einer. Okay. Gehen wir doch gleich mal zu ihm. Detana! Okay, der war jetzt einfach. Oh, Stufe 59. Verändert sich da immer noch was bei den Vertrauten? Nein, schade. Ah, stopp, nein. Nein! Bin mal gespannt, wo wir jetzt auch hinkommen. Okay. Das sieht so ziemlich nach dem letzten Gang aus vor der Königin. Yep. Also speichern und so. Oh, keine Musik. Wunderbar. Und diesen Ort haben wir auch zu 75% abgeschlossen. Das heißt... Ja.
Genau das heißt es. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und zwar dann hoffentlich im Kampf gegen die Weiße Königin, falls jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Also bis dann.